Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge LS22. Bildet. Zwei, meine Freunde. Wir sind an einem neuen Aufnahmetag und diesmal sind wir am Mittwoch. Heute ist tatsächlich Mittwoch, weil am Montag im Livestream konnte ich nicht dabei sein, weil mein Opa Geburtstag hatte. So, das dazu. Ich habe heute den Yannick dabei. Hallo. Der unterstützt mich im LU. Ja, und wir machen mal hier fertig. Ich war jetzt am Düngen beim letzten Mal. Das machen wir jetzt natürlich weiter. Yannick, du hast natürlich jetzt ein Problem. Auf Feld 1 war der Striegelauftrag gelaufen. Aha. Und jetzt ist es so, dass am Montag, wo ich nicht da war, Nacht war anscheinend und da wurde gespult. Das bedeutet, ich habe jetzt Unkraut. Du kannst es nicht mehr striegeln. Da müsstest du mit einer Hacke ran. Eins Hacke? Ja, weil die mit dem Striegel kriegst du das nicht mehr weg. Dann holen wir doch eins Hacke. Ja. Musst du halt dann irgendwie festhalten oder so, weil ich glaube, weil das ist jetzt aktuell mein eigenes Gerät, aber dann ja nicht mehr. Wenn du jetzt die Hacke nimmst, die ist ja von euch. Ja gut, den Traktor kann ich ja trotzdem nehmen, ne? Ja, das, ja. So, eigentlich kann ich direkt düngen nochmal komplett. Aber macht ja nichts. Dann drücken wir nochmal komplett durch. Dünger haben wir jetzt nicht mehr so viel. Yannick, wie geht's dir? Ja, soweit. Soweit, gut. Ja. Und dir? Auch. Oh. Viel Stress auf Arbeit, aber macht auch Spaß trotzdem. Also. Ein paar Sachen sind dabei, da denkst du dir, jo. So von externen Firmen, wenn du mit Leuten zusammenarbeiten musst. Aber ja. Also quasi das Übliche. Ja. Also, nee. Ich würde ja gerne was dafür erzählen, aber darf ich nicht, kann ich nicht. Also da weißt du wirklich nicht, was dazu sagen soll. Also unglaublich. Warte mal, warum macht denn der den anderen Kram nicht an dem dran? Ist das schon vollgedüngt? Ach ja, das ist schon vollgedüngt. Das ist so. Wieder ausgestiegen. Ja, ansonsten Düngen angesagt. Düngen. Was haben wir angesät? Das sieht aus wie Raps. Haben wir ja, glaube ich, angesät. Oder Sojabohnen. Eins von beiden. Ich weiß es nicht. Ich würde gerne mal wissen, was so bei den anderen abging. Warst du da dabei am Montag? Nee. Ich war da. Du warst da. Irgendwas ja. Cooles passiert. Oder ein Dino kriegt nächste Aufnahme sein Lulo nicht für eine Folge oder so. Wieso denn das? Weil die bei dem ja im Wald da abgeholzt haben und da hatte er ja quasi über lange Zeit wie einen zweiten LU-Mitarbeiter. Hat sich da jemand beschwert oder was? Nee. Haben die so entschieden und Tino hat es auch eingesehen und auch verstanden. Weil die waren ja da mehrere Folgen lang. Fällt das erntereif, sehe ich gerade. Stimmt. Da haben wir ja nochmal fix drüber gedüngt letztes Mal. Ja, okay. Krass. Auf der 1 muss bei dir noch gestriegelt werden. Ja, aber dadurch, dass gespult ist, muss er jetzt die Hacke verwenden für den Rest. Ja, alles gut. Bist jetzt doch da mit Handy oder was? Ja, ich bestelle mir gerade was zu essen und dann ich bin da. Aber mitspielen ist halt schwierig. Also könnte ich auch, aber ohne Maus und so, nur mit dem Touchfeld auf dem Laptop. Ja, da kannst du ja Janik. Da kann Janik ja spielen und du unterstützt uns in Händleraufgaben oder so, dass du das mitschreibst oder was. Ja, eigentlich wollte ich ja nicht da sein, aber durch die Anreise heute zur Gamescom, was war so grausam. Du bist heute schon angereist, ja? Mhm. Also bist du jetzt schon beim Dings im Hotel? Jetzt gerade im Hotel, ja. Wo wir waren letztes Jahr? Ja. Oh. Wir haben eine halbe Stunde geredet, wo ich ankam. Du warst, bist ja alleine, ne? Ich bin noch alleine. Morgen kommt ja Tino und Christian kommt morgen auch mit seinem Sohn und... Ja. Ja, Max, ja, der Joker kommt auch morgen. Wann bist du heute schon angereist?
Weil ich eigentlich heute schon auf der GC ein bisschen hier filmen wollte für Tino, halt ein paar Shots machen wollte, wo halt noch nicht so viel los ist. Hm. Daraus ist aber nichts geworden. Weil ich 7 Stunden auf der Autobahn verbracht habe. Ach du Scheiße. Boah, wir haben vorhin auch, ich war ja auch auf der Autobahn, wir waren heute in Jena. Und auf dem Rückweg war auf einmal Feuerwehr auf der Gegenspur. Und dann stand ein Auto auf der Mittelspur in Gegensatz zur Fahrtrichtung und eins rechts auf dem Standstreifen. Ja. Und dann waren nirgendwo an Autos noch. Und wir dachten so, hä, was ist denn jetzt? Wo sind die anderen Autos? Na gut, da habe ich mir gedacht, gut, Vollsperrung, oh, weiter oben irgendwo abgesperrt oder so. Ja. Und dann so 300 Meter weiter, wenn überhaupt, wenn nicht kürzer, ist ein Autotransport-LKW, so mit Autos, ne? Vollgas in einen anderen Plan-LKW reingeballert. Und die standen da noch quer auf der Bahn. Das ist Aua. Ja. Das sah auch heftig aus, ey. Ja, bei uns haben sie heute der A5 voll gesperrt. Über, weiß nicht, 10, 15 Kilometer oder so. Hm. Ob da ein Unfall war, keine Ahnung, weil der Stau war so lang, ich kann es dir nicht sagen. Hat halt voll reingerissen. Da war bei Gießen war noch eine, auf dem Gießener Ring war halt noch ein Stau gewesen, wahrscheinlich auch ein Unfall. Und das hat sich. Ich bin 18.30 Uhr bin ich zur Gamescom gefahren. Geil. Oder besser gesagt, 18 Uhr bin ich zur Gamescom gefahren, bin eine halbe Stunde dort durch Köln gefahren, habe einen Parkplatz gesucht. Und niemand wollte mir helfen. Wäre es fast besser gewesen, wäre es mit dem Zug angereist, ja. Ja. Ja, und warst du dann nochmal auf der Gamescom oder nicht? Ich war dann nochmal kurz auf der Gamescom, genau. Ich habe mich zumindest ja eingetragen, was dann hab mein Bändchen geholt und so. Was auch wieder schwierig geworden ist, weil es ging erst nicht. Ja, Tino hat mir ja die Sachen geschickt, weißt du, dass ich da hier reinkomme und alles. Ja. Dann ging das aber nicht, dann wurde das nicht angenommen. Also die haben das schon angenommen, aber die Maschinen, wo du halt rein kannst, die wollten das nicht akzeptieren. Und ach, brauch mich nicht, da bin ich dann. Ein Mitarbeiter hat mich dann reingelassen und hat mir noch ein extra Bändchen ausgestellt. So, und dann wollte ich eigentlich noch ein bisschen über die GC laufen. Das Problem war aber, ich habe nicht aus dem Business-Bereich rausgefunden. Oh. Das waren irgendwie 4 oder 5 Hallen oder sowas, das war nur Business-Area. Ja, ja. Ich habe nicht rausgefunden. Du sollst für Tino filmen, oder was? Ja, ja. Ja, dann hast du dir die hoffentlich gut angeguckt, die Areas, weil die wirst du die nächsten 2 Tage, 4 Tage nicht verlassen. Ne, wir haben nur morgen haben wir Termin. Und am Freitag haben wir noch Termine. Ja. Also es ist tatsächlich nicht ganz so viel. Morgen ist viel bei Astragon, aber. Warst du ja letztes Jahr auch dabei, gell? Nee. Ach gar. Ach nee? Letztes Jahr konnte ich nicht. Mein erstes Jahr. So, ich dachte. Ersten Mal hier. Du warst dabei. Nee, war ich gerade. Ich. Konnte es mir nicht mehr einrichten, leider. Ja, ne, wir waren überraschend wenig bei den Jungs letztes Jahr, weil wir nur in den Business-Areas rumgerannt sind. Ja. Mein Dünger ist gleich leer. Na gut, das ist jetzt nicht ganz so, das ist halt diesmal nicht ganz so, wir haben eigentlich nur den einen Termin. Und ansonsten ist ja noch Livestream und da will ich auch gerne noch ein Video von der Gamescom machen, was da, und um ein bisschen drüber laufen. Ja, und da Christian morgen ja auch schon anreist, die wollten ja nicht auf Freitag kommen. Und was wäre auch nicht schon alleine, also Parkplatzsuche war ganz schlimm. Aber ich habe einen nettesten Mitarbeiter von der Gamescom kennengelernt. Das war nämlich so ein Arsch. Ich habe den gefragt, wo muss ich denn da und da hin? Ich will zu den und dem Parkplatz. Ist mir egal, geh weg. Ach zu schön. Fahr wieder raus, du darfst hier nicht parken. Ich so, ja, das werde ich, dass ich hier nicht parken darf. Alles. Richtig geil. Absolut geil, ey. Ich hätte können, ich wäre am liebsten ausgestiegen, ey. Aber naja, was willst du machen? Ja, nee. Mir wäre das zu viel gewesen. Also, wie gesagt, beruflich hätte es sowieso überhaupt nicht gepasst. Sie hätte mich erschlagen, wenn ich jetzt morgen abgereist wäre. Und dann erst also freitags, weil wir nächste Woche Softwareentführung haben und das ist noch so viel zu tun. Ja. Und dann ist halt auch übernächste Woche Teamtreffen, ne? Ja, natürlich. Und ich kann nicht in 3 Wochen, quasi eine Woche komplett fehlen.
Und dann noch zweimal Hotel, 500 Euro oder was weiß ich. Also könnte ich schon, aber will ich halt nicht. Ja, nee, ist ja richtig. Da habe ich gesagt, gut, dann fällt halt dieses Jahr Gamescom aus. Ja, nee, ist ja nichts. Dünger leer, habe ich noch welchen? Das ist die große Frage. Steht unten am Feldrand noch was? So, leer. Also, Schwabbel, falls du es dir aufschreiben willst oder so. Ja. Die Hacke, die ist vom LU, der Traktor ist allerdings vom Milo. Oh. Hast du das auseinanderklammern? Das ist auch eigentlich. Darfst du eigentlich gar nicht laut sagen. Ja, vielleicht könnt ihr ja eine Ausnahme machen, weil gespult wurde, weil ich nicht da war oder so. Das war ja auch nicht mehr viel, ne? Das war ja nur noch ein Zipfel vom Feld. Nee. Zwei Bahnen oder drei, ja. Ja, habt ihr euch da, oder Dennek, hast du dir da geguckt, wegen wie lange du gebraucht hast? Ich kann dir die Anfangszeit sagen, ja. Ja, also bist du noch nicht fertig? Nee. Ja, komm mal raus, wenn du angefangen hast. Ah, ne, sind doch ein paar mehr Bahnen gewesen. Kannst du mir sagen, Janik, wann du angefangen hast? Muss ja aber. Ja, nee, das ist doch alles Kacke hier schon wieder. Ja, eine grobe Zeit. Ja, aber du brauchst ja die Ingame-Zeit, oder? Ja, das wäre gut. Mhm. Ach, warum ist denn die Zeit auf null? Achso, die muss auf null sein, gell? Das ist ja das Problem. Ja, dann sag mir einfach am Ende, wie lange du ungefähr gebraucht hast. Ja, also ich kann ja sagen, wie Echtzeit, 12 Minuten. Ja, bis seit der jetzt. Ja, ja, ich sag dann einfach, wie lange das dann insgesamt gedauert hat, Echtzeit, und dann tue ich das umrechnen. Okay, dann machen wir das so. Ja, das ist gar nicht mal so einfach, hier so zwischen den Aufnahmen nochmal was aufzunehmen, wenn man mal so ehrlich ist. Nö. Ja, normal, ich hatte das halt überhaupt nicht auf dem Schirm, ne? So, ich habe das alles so als gegeben genommen, so. Waren am Wochenende bei meiner Oma, weil ja meine Schwester aus München da war, meine Mutter auch, weil ja Opa am Montag Geburtstag hat. Und dann so, ja, und dann kommt Maxi, also meine Frau, kommst dann nach der Abend am Mittag mit der Kleinen und du kommst halt dann abends nach der Arbeit. Ich sag, ja, klar, kein Ding. Dann irgendwann, wann war es denn, Sonntagabend oder so? Dämmert es dann so in meinem Kopf. So, warte mal, Montag? So, oh. Da war doch was. Ja, aber scheiße, da war es schon zu spät. Ja, die Geburtstage, Oma, Opa, die werden immer wichtiger, weil man weiß nie, wann der letzte ist. Ja. Den will ich dann nicht verpassen. Ja, das ist natürlich richtig. Dünger, oder? Wer macht dem denn das nicht auf? Hä? Hallo? Warum nimmt denn der meinen Dünger nicht auf? Ist das Dünger oder ist das Saatgut? Nee, das ist... Das ist Saatgut. Oh nein. Völlig umsonst runtergefahren. Na, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe nur $500, damit kriege ich keinen Dünger. Wollen wir Rechnung machen, sagst du? Ja, kann ich das auf Rechnung kaufen, Dünger? Weil nachgespult ist natürlich auch Steuern und so abgegangen und dann hier Zinsen und so ein Scheiß. Da wirst du wohl von deinen Millionen, die du an Litern Reidelager hast, mal was verkaufen müssen.
Warte mal, es ist doch Februar. Kennst du die Preise beim Export, beim Unternehmern? Nee, keine Ahnung. Weil ich glaube, es ist doch Baumwolle. Ist nicht Baumwolle Februar Bestpreis? Ich glaube, März. Beziehungsweise nicht Baumwolle, sondern Klamotten. Daniel war Unternehmer, ne? Ja. Oder? Nee, der war Händler. Niklas und so. Guck mal im PDA. Ach so, kannst du gar nicht. Guck's aber. Ich guck mal kurz im PDA. Kleidung. 8500 ist die gerade. 8700. Maximal ist, glaube ich, 10,5. Boah, es sind halt 2000 Unterschied. Im April hat die Höchstpreis. Warte ich lieber noch. Was anderes, was ich verticken kann? Nicht eventuell irgendwie Getreide oder sowas? Müsste ja eigentlich ganz gut laufen jetzt. Ich habe 17.000 Liter Weizen. 415 Höchstpreis. Und 401. Oi! Ich würde gern Weizen verkaufen. 17.218 Liter. Bubble. Ja, warte mal. Ich bin gerade dran. Ich will gerade mal gucken. Der Schwabbel ist am Machen dran. Bei der Prakti. Traktor. Fährst du mit GPS? Nee. Warum? Ist das, weil ich es gerade tatsächlich nicht eingestellt kriege. Boah, du bist ein geiler Typ, Alter. Kann sowas nicht. Ach nee, ich hab da schon gedüngt. Ich dachte, dein Dingsen wäre Düngen gleichgesetzt. Dein Hacken. Nee, dürfte es eigentlich nicht. Aber ich weiß, dass ich ein geiler Typ bin. Ja. Ja, Versicherung. So, nee, dann fahr ich schon mal vor. Dann kann ich mir mit dem Erlös vom Weizen wieder ein bisschen, also dieses Leben am Existenzlimit, das, ich kann das nicht mehr. Das einfach. Oh, wer hat meine Schranke runtergemacht, sag mal. Die Wanne, könntest du bitte mal Matthias hochziehen aus der Lobby unten? Ja. Matthias. Kannst du mit dem jetzt mal kurz Unternehmergeschichten machen, Malo? Matthias, bleibt der, oder? Nee, ich hab ihn kurz hergerufen in TS, dass du mit ihm zusammen deine Verkäufe machen kannst. So. Hallo. Hallo. Malo müsste was verkaufen in seiner Aufnahme bei Bildet. Ja. Die gerade läuft. Achso. Aber wir machen ohne RPO. Ich hätte 17.218 Liter Weizen. Eine Sekunde, lass mich mal eben kurz ins Stock gehen. Ja, du musst ja erst alles hochfahren. So, jetzt aber. 17.218 Liter Weizen. Weizen. Das möchtest du natürlich zu Brot haben. 17.000, wie viel war das? 17.218 Liter. Ist Brot auch Maximalpreis gerade? Sind 6.887 Liter Brot. Und Maximalpreis bei Brot sind gerade 2.255. Warte mal eben ganz kurz. Ich übertrage das mal eben. 6887. Brot. Was war Brotpreis? Bei Verkaufshütte groß mit Kuhfleckenlackierung. Ja, ist egal. 2255. Ja. Sind 15.530. Da kann ich Saatgut von kaufen. Jetzt sollte so gerade reichen. Hast du das gehört?
Das müsstest du mir überweisen, Janik. Moment. Vom Unternehmer. Ich kipp's dann bei euch hinten ins Lager, ne? Ja, einfach bei der BGA ins Lager kippen, ja. Genau. Brauchst du denn viel, sonst komme ich auch noch online. Wenn du noch mehr verkaufen willst. Warte mal. Ne, Baumwolle mache ich erst im April. Kuhmilch muss ich mir noch überlegen, wie das gehen soll. Ne, ansonsten habe ich nichts weiter zum Verkaufen. Ja, ich setze mich sonst unten. 15.000, eine Sekunde. 15.530, Gesundheit. Danke. Du kannst auch hier bleiben, wenn du willst, mir egal. Also, wir quatschen eh nur ganz locker so. Also 15.6, oder? Ja, 15.600, genau. 30 geht ja nicht. Danke. Ja, deswegen. Das Zeitlerzeug würde ich mir einfach selber kaufen. Also ist ja, ich bin ja eh abgezogen. Ja. Ich mute mich sonst. Jo. Nicht, dass ich nicht dran denke und einfach losbrabbel. Ja, alles gut. Danke dir erstmal. Ja, bitte. Ziemlich schnell unterwegs mit dem Überladewagen hier, meine Herren. Was ist denn mein anderer Anhänger? Ach, der steht schon am Feld, glaube ich. Wir haben nur irgendwo angefangen mit Dreschen. Ja, dann lassen wir den dann gleich unten stehen. Feld. Oh, ja. Ich sag's dir. Was spielst du denn immer LS? Ich sehe dich immer mal LS spielen. Ist das ein Projekt oder was? Janik. Eigentlich nö. Hof Bergmann also, oder was? Oder ne? Ja, das tatsächlich samstags abends, ja. Ah ja. The Chaos Farm. Chaos Farm? Die Leuten hier so aus dem Team. Okay. Unter anderem auch ab und zu mal mit dem Schwabbel. Da fällt mir Chaos. Ach, da unten steht uns an. Guck mal. Da fällt mir Chaos Farming ein, irgendwie. Ja. Den kennst du auch noch, Janik, ne? Ich kenn, ja, wir beide noch. Ja, tatsächlich, aber. Das klingt nicht. Boah, wir hatten da ein Herz reingefahren bei der Wiese von Dings. Vom Stotter Heinrich. Keine Ahnung. Riesenfeld, was er hier geerntet hat, ey. Nee, das ist einfach nur so ein bisschen so just for fun, hau drauf, Freischnauze, sozusagen. Und was macht ihr da? Einfach so halt? Ja. Also ein bisschen Farben. Ja. Was war die Startding oder habt ihr einfach egal, war alles egal? Wir hatten so ein bisschen was zum Start, aber im größten Teil, also wir haben einen netten Nachbarn, der uns viel bezahlt, sagen wir es mal so. Es geht einfach nur da ein bisschen just for fun zocken, weißt du? Ja. Boah, dieser unhandliche Überladewagen, Alter. Mann! Sie ausholen. Was sagt er denn zu dem Kerl, der im Korntank seine Beine gezeichselt lassen hat? Ja, übel, wa? Da sind ja auch überall Aufkleber, dass man das nicht macht, ne? Da reinklettern so. Ja, das. Du kannst ja schon reinklettern. Ja, aber nicht, wenn es läuft. Richtig. Da ist halt das Problem, dass die eine Dame da auf dem Sitz sitzen geblieben ist und somit die Maschinen noch liefe. Na, so viele Details habe ich jetzt nicht gehört in dem einen Beitrag. Hä, wenn du vom Mähdrescher aufstehst, geht der aus, oder was? Ja. Das ist ja saukrass. Sicherheitsmaßnahme. Ist ja wie bei meinem Rasentraktor damals. Damit halt genau so etwas nicht passiert. Was? Wenn du jetzt allerdings drei Leute bist, die da drauf rumspringen und einer bleibt sitzen. Oh, ist das ärgerlich. Ja. Das stimmt, das war bei meinem Rasenbulldog auch so damals. Da bist du aufgestanden, ging er aus. Also der geht nicht aus, aber die ganze Technik da, die geht genau. aus. Genau. Also die, der Motor bleibt schon noch an, wenn du aufstehst. Genau, der Motor, der bleibt an, aber die die Maschinerie an sich, die geht alles aus. Alles, die bewegenden Teile und sowas. Sprich, vorne Schneidwerk und sowas, Haspel, das bleibt dann alles stehen. Genauso wie hinten die ganzen Tische und alles Mögliche, da bewegt sich dann nichts mehr.
Oh nee, ey. Und dann stand er in dem Korntank und das Mädel hat sich gesetzt, oder was? Das, also wie genau das jetzt, also ich habe es jetzt so verstanden, dass sie einfach so sitzen geblieben ist und er dann da hinten reingesprungen ist, also sprich, während sich das Ding noch bewegt hat. Genau, weil da irgendwie was verstopft gewesen war oder so, und er wollte es wieder freimachen und ist reingerutscht. Genau. Und dann sind seine Beine Richtung Ausladerohr gegangen, oder was? Ja, unten sind ja, unten im, im Korntank sind ja zwei Förderschnecken, die das Korn zum Rohr befördern. Und die beiden Förderschnecken, die drehen sich halt eben gegeneinander und da ist er reingekommen. Das ist halt nichts Schönes. Wie alt war der, weil die immer gesagt haben, junger Mann? 25 oder sowas. Ich, ja, ich 25 hätte ich gelesen gehabt. Der ist nicht so alt. Die waren alle so in dem Alter. Ja, und der Mähdrescher ist Schrott jetzt. Da mussten sie ja irgendwie den Korntank aufschneiden, ne? Ja, vom Mähdrescher selber habe ich jetzt nichts gehört. Weiß ich gar nicht. Die hatten, glaube ich, irgendwas versucht, dort aufzuschneiden und so. Weiß ich nicht, ob der jetzt Schrott ist, aber im Endeffekt haben sie dann ja die Beine abgemacht. Ja, ja. Ihm, ja. Du musst dir auch mal vorstellen, also wird so ein ganzes OP-Team dahin geflogen. Ja. Weil er vor Ort die Beine amputiert haben muss. Der Hubschrauberarzt, der muss wohl krass gewesen sein. Er muss ein paar gute Sachen gesagt haben oder so oder gemacht haben. Keine Ahnung. Ja, also nochmal lobend erwähnt. So, na gut, dann haben wir das abgeliefert. Geld haben wir schon bekommen. Können wir jetzt Dünger kaufen, dass wir das Feld fertig düngern können. Driftmodus ist wieder an. Oh, natürlich. Boah, was haben wir denn hier eigentlich? Raps. Erntereifer Raps. Oh, schaffen wir diese Folge nicht mehr. Wir haben nur noch 3 Minuten. Das ist die erste Folge schon rum. Schwabbel, du warst da. Also war es wirklich so, dass eine Folge komplett in der Nacht war, oder was? Ja, ja, quasi. Also ich sag mal, das ist von 22 bis 6 sind in-game 8 Stunden. Wie viel Zeit ist das in echt? Durch 5. Halbe. Ich kann nicht rechnen. Ja, das war knapp eine Folge. Ja, dann macht halt Janik nur 3 Folgen LU und dann mache ich halt eine Folge ohne. Dann sollte es ja passen. Ich bin's nur eins Aushilfe. So, dann kaufe ich mir mal kurz das gute Big Packs. Mineraldünger. Mineraldünger. Streusalz. Das ist so teuer. 7.280 Euro. Jan hat ganz schön gekotzt, war? Twitch Farming? Warum? Na, den hat das Wetter ganz schön gerädert. Oh ja, das stimmt. Der hatte viel Probleme mit Lager und sowas alles. Lagergetreide, ja. Musste viel liegen lassen. Ja. Dann hat er immer wieder die Hoffnung gehabt, aufs Feld zu kommen. War ja quasi gerade drauf und fing es wieder an zu regnen. Doch scheiß ärgerlich, ey. Im Radio haben sie gesagt, wenn man keine Tiere hätte oder so, die man nebenbei noch macht, könnte man von einem Totalausfall sprechen, dieses Jahr. Na gut, es kommt natürlich immer drauf an, wo. Oder? Ne. Und dass aber die Bauern glauben, dass, wenn das Wetter jetzt so weitergeht, dass sich wenigstens der Mais und Sonnenblumen noch auf Durchschnittswert retten könnten bis zum Herbst. Also bei uns in der Gegend sieht der Mais tatsächlich ganz gut aus. Also jetzt am Wochenende soll es nochmal Regen geben. Jetzt gab es ein bisschen Sonne.
Ja, wenn ab morgen Nachmittag wirklich der Regen kommt, dann ja, doch, dann kommt nochmal so ein Schwung nach oben. Bei uns teils. Man, manche Maisfelder, da denkst du dir so, Digga, was ist denn hier passiert? Und andere stehen ganz gut da. Ja. Das ist tatsächlich auch krass. Also wirklich, ich sag jetzt mal so, im Umkreis von 20 Kilometern hast du hier halt alles. So, du hast richtig gute Maisfelder. Mhm. Und dann hast du welche, wo du dir denkst, so, ja, da, was willst du da mit einem Häcksler machen, weißt du? So, was will der daneben? Schon ärgerlich für die Jungs. Gut, mein Lieben, aber wir sind mit der ersten Folge leider schon durch. Gut, nichts geschafft, aber naja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei den anderen vorbei. Sind in der Videobeschreibung verlinkt, wie immer. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.